Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier an diesem Kar-Samstag zu Reinis Nachtgedanken. Ja, auch an diesem Tag, der sich dem Ende neigt und wir ganz dicht vor dem Auferstehungstag stehen, nämlich vor dem Ostersonntag. Da wollen wir noch einmal stille werden und uns natürlich von der Nachtlese ansprechen lassen. Ich blende sie gern für uns ein. Da heißt es, die Herrschaft Christi über alle. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zu Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Die Taufe wird hier angesprochen und vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie immer wieder Fragen haben, was ist angebracht? Die Kindstaufe, die Erwachsenentaufe. Hier wird auf Noah Bezug genommen. Die Taufe wird verglichen mit einem Rettungsschiff. Wer getauft ist, der ist, so könnte man fast sagen, anzusehen, wie die 8 Seelen, die damals gerettet worden sind, nämlich Noah mit seiner Familie. Und das würde ja heißen, dass man jetzt sagen müsste, ja, wenn wir die Menschen einfach alle taufen, dann sind ja alle gerettet. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn die Taufe befähigt uns zwar, sie gibt uns eine Art Rettung. Wir werden sogar beschenkt mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist. Aber das sagt noch längst nicht so viel darüber aus, dass wenn wir einfach nur getauft sind, ohne dass wir es gemerkt haben als Kleinkind, ohne dass wir irgendwo eine Ahnung von dem haben, dass wir dann auch danach leben können, was ja auch Gott erwartet. Denn auch in den Briefen von Paulus heißt es, weil ihr ja getauft seid, weil ihr ein neuer Mensch geworden seid, könnt ihr den Alten ablegen und könnt ihr die alte Welt vergessen und könnt jetzt in der neuen leben, nämlich mit Gottes Kraft. Und so ist es also nicht ein Aufruf für Säuglingstaufe, sondern es ist vielmehr ein Bild dafür, dass die Taufe uns befähigt, tatsächlich ein anderes Leben zu führen und dass die Taufe notwendig ist, denn wir kennen ja auch den Aufruf bei Matthäus am Schluss, dass wir in alle Welt gehen sollen, die Menschen lehren sollen und natürlich auch taufen sollen. Das heißt also, die Taufe und die Lehre gehören zusammen. Die Taufe und die Annahme und das Leben in einem neuen Menschen, das alles gehört zusammen. Ja, und da kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen sagen, als Säugling, das ist doch eigentlich ganz unmöglich, das alles zu verstehen, zu begreifen. Ja, deshalb hat man die Paten eingesetzt, aber wir wissen, dass diese auch häufig dieses Amt gar nicht richtig wahrnehmen. Ja, und dann ist die Frage, sollte man nicht lieber als Erwachsene die Taufe durchführen? Ja, ich bin selbst der Meinung, dass man taufen sollte, wenn es diejenigen ein wenig nachvollziehen können. Es muss ja nicht als Säugling sein. Dann kann man natürlich taufen. Aber ich bin auch der Meinung, wenn eine Taufe geschehen ist, dann hat ja Gott diesem Säugling oder diesem Kind auch seinen Geist schon gegeben. Dann brauche ich nicht als Erwachsener mich nochmal taufen zu lassen, um zu sagen, ich will jetzt das unbedingt auch ganz bewusst vollziehen. Wir kennen die ganze Problematik der Wiedertäufer, sondern dann reicht es doch eigentlich, wenn man diese Menschen das nochmal verdeutlichen würde. Ja, du bist getauft. Du hast ein ganz großes Geschenk bekommen, nämlich den Geist Gottes. Und dann wäre es doch, wenn derjenige noch eine Zäsur machen möchte, doch viel angebrachter zu sagen,
Ja, komm, du kannst in einem Gottesdienst nochmal darauf ganz bewusst angesprochen werden und wir können im Gebet darum bitten, dass er jetzt den Geist, den er dir damals geschenkt hat, zur Wirkung kommen lässt und dass du in diesem neuen Menschen wandeln kannst. Ja, aber bis heute ist die Praxis von vielen Erwachsenen, dass sie dann sagen, wenn ich als Säugling getauft bin, ich muss mich nochmal taufen lassen. Nein, die Taufe ist, denke ich, ein einmaliger Akt. Wir brauchen nicht zweimal das Geschenk von Gott zu bekommen. Und deshalb möchte ich ermutigen, wer vielleicht auch mit diesem Schritt in seinen Gedanken unterwegs ist, dass er das Geschenk ja hat und deshalb braucht er es nicht nochmal, sondern dass es vielleicht schön wäre, wenn er in der Öffentlichkeit noch einmal daran erinnert wird. Und vielleicht sogar auch in der Öffentlichkeit verspricht, ich möchte jetzt mich nach diesem neuen Menschen mit diesem Geschenk auch ausrichten. Ein großes Bild, ein tolles Bild aus dem ersten Petrusbrief, es ist ein später Brief und insofern ist darüber doch auch mal nachzudenken. Mit der Taufe haben wir eine Art Rettungsboot vor der Finsternis, vor den großen Fluten erhalten. Und können Gott doch unendlich dankbar sein. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nachtruhe, einen frohen, gesegneten Ostermorgen und eine gesegnete Osterzeit. Möge dieses Osterfest auch in dieser dunklen Welt heute, wo man von Ostern manchmal gar nichts mehr spürt, doch wieder leuchten und mögen wir es groß werden lassen und mögen wir der Welt zeigen, dass der Herr auferstanden ist. Schlafen Sie gut, träumen Sie was Schönes. Es grüßt Sie, Ihr Reini aus den Nachtgedanken. Musik